So ihr Lieben, in diesem Reaction-Video werde ich, bevor das Ganze jetzt losgeht, wie in jedem anderen Video auch noch einmal gezwungenermaßen da hinzufügen müssen, dass in dieser Reaction-Video ich auf Meinungen anderer YouTuber reagiere, deren Meinungen ich vielleicht nicht zwangsweise teile und deswegen meine Meinung dazu ebenfalls nochmal kundgebe. Diese Meinung ist kein Angriff gegen einen anderen YouTuber, deswegen gibt es keinen Grund, sich da selbst angesprochen oder angegriffen zu fühlen, beleidigt zu sein oder auch noch viel dümmer gegen diesen YouTuber zu schießen. Gerade auf meinem Zweitkanal ist das Rumgejammer nämlich sehr schlimm, wenn man mal eine andere Meinung ausspricht, gerade in Sachen Film, was sehr komisch ist, als ihr selber habt. Deswegen nur der Hinweis ganz kurz dazu. Wir legen jetzt los. Viel Spaß mit der Reaction. Und ich glaube, bei Eve wird es auch nochmal sehr kontrovers, weil ich weiß, für welche Art von Tier Eve eine Vorliebe hat. So. In diesem Sinne würde ich sagen, wir schauen da jetzt mal rein. Lautstärke ist jetzt auf voll gestellt und wir gucken in das Ranking. Wir kennen dein Ranking bereits. Ja, ja, dann ist gut. Trotzdem. Hallo liebe Mui-Piloten, es dauert nicht mehr lange und eventuell gibt es ihn schon, während ich dieses Video aufzeichne. Ein Trailer erwartet uns zu Kong vs. Godzilla. Das war auch einer dieser Filme, auf die ich mich dieses Jahr extrem gefreut habe. Denn ja, ich stehe auf gigantische Monsterfilme. Die sind trashig, aber sie machen einfach so verdammt viel Spaß. Und die Möglichkeit zu haben, diesen alten Kong vs. Godzilla Film zu nehmen... Das ist das schlimmste Design von King Kong jemals einfach. Und ist es nicht einfach auch schon wieder so? Man sagt ja immer, dass der dritte Teil von einem Franchise meistens dafür sorgt, dass irgendwas zu Ende geht. Keine Ahnung. Jurassic Park als Beispiel hat ja der dritte Teil dann wirklich erstmal das gesamte Franchise beendet. Hier jetzt ist das doch auch der dritte Film in dieser Toho-Reihe, oder nicht? Das beginnt doch chronologisch mit Godzilla von 54. Danach kommt Godzilla kehrt zurück, wo er eben gegen diesen Angiros kämpft. Und danach kam doch schon der Film hier. Und was das für ein krasser Kontrast einfach ist, wenn du mal guckst, wie genial der allererste Godzilla-Film ist. Von der Story her, auch damals von der Technik her. Gerade von der Botschaft, die da eben vermittelt wird. Und der zweite Film macht das auch noch relativ gut mit Angiros. Und dann kommt das. Und ich weiß gar nicht, wie der Film damals aufgenommen wurde. Das würde ich mal zu gerne wissen. Das muss doch auch so ein Bruch gewesen sein, wo sich Leute gedacht haben, oh krass, King Kong. Vor allem ist King Kong ja eigentlich auch so voll der krass ernste Film damals gewesen. Und eben auch Godzilla war so ein krass ernster Film. Und dann kommen sie auf die Idee, komm, jetzt nehmen wir mal die beiden Figuren zusammen, packen die in einen Film und machen das daraus. Das muss doch damals einen riesen Aufschrei gegeben haben, oder nicht? Also heutzutage wird es da auf jeden Fall Demonstrationen dann geben draußen. Tagelange. Das ist Godzilla-Film zu nehmen, der nie wirklich gut war. Und ihn mit der modernen... Hallo Eve, hallo. Wir dürfen das sagen. Du bist ein Kong-Fan. Technologie umzusetzen. Ich bin dabei. Doch, das bringt mich dazu, dass ich diese Filme noch nie gerankt habe. Das heißt, herzlich willkommen zu einem... Nur um ganz kurz mal hier klarzustellen, ich habe mal bei irgendeinem Live-Talk von Moviepilot, da hatte ich mich mal in den Chat ein bisschen eingeklinkt und habe irgendwas reingeschrieben gehabt und einfach nur mal gefragt, ich glaube, was die Gruppe von Godzilla vs. Kong hält. Das war ein Live-Talk mit Andrea, Sebastian und Eve, glaube ich, gewesen. Und da hat Eve einfach ganz stolz gemeint, er wäre Team Kong. Team Kong. Er ist wirklich. Es ist ein Affe. Mini-Ranking-Video. Ich werde hier nicht alle Godzilla-Filme und auch nicht alle King Kong-Filme ranken. Ich werde die drei Filme, die wir bisher im Monster... Boah, das wird auf jeden Fall mein Endgegner auf dem Hauptkanal werden. Sobald ich alle Godzilla-Filme gesehen habe, von Toho, alle, dann ein riesen Ranking zu machen. Das wird krass. Haben für euch ranken. Das heißt, es ist schon so was Ähnliches wie eine Kurzkritik zu jedem einzelnen Film. Weil ich kann sich einfach sagen, ja, das ist Platz 3, das ist Platz 2, das ist Platz 1. Ciao!
Das wäre zu kurz, das wäre zu uninteressant. Ich hoffe, ich kann das unterhaltsam genug für euch gestalten. Ja, wie immer gelten die gleichen Regeln. Hier wird es zu Spoilern kommen und das ist lediglich meine Meinung. Wenn euer Lieblings-Monsterverse-Film zu weit unten auf der Liste steht oder der falsche Film die Nummer 1 ist, gar kein Problem. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr sie alle ranken würdet. Wir können wirklich alle, und ich meine wirklich alle, Freunde sein. Unterschiedliche Meinungen zelebriere ich auf diesem Kanal, auch wenn sie nicht meine sind. Ich übrigens nicht. Nur um das mal klarzustellen. Wir unterdrücken heute andere Meinungen. Das ist, steht ja auch im Titel mit drin. Darum geht's heute. Das heißt, andere Meinungen sind hier nicht willkommen. Ich habe auch eben gerade einfach nur aus purer Toleranz überlesen, dass jemand geschrieben hat, ich bin auch Team Kong. Das ignorieren wir einfach mal ganz kurz weg. Atmen tief durch und machen jetzt weiter. So, ich glaube, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los. The only way to heal our wounds is to make peace. Danke, Eve. Ja. Ja, King of the Monsters ist der Platz 3. Gehe ich vollkommen mit. King of the Monsters ist für mich Platz 3 auch, ja, tatsächlich. Ja. So, ist krass, finde ich gut, finde ich gut. Was ursprünglich sollte es Frankenstein gegen Godzilla sein? Nee, der Film heißt im Deutschen Frankenstein gegen Godzilla, weil damals Frankenstein einfach relativ berühmt und aktuell war. Deswegen hat man diesen Namen in den Titel reingepackt. Das ist wie, in Amerika heißt Captain America 2 einfach nur The Winter Soldier und bei uns in Deutschland hieß der Film Return of the First Avenger, weil Avengers war ein erfolgreicher Film, also muss der Name irgendwie mit drinstehen. Der Film sollte nicht Frankenstein gegen Godzilla sein, soweit ich das zumindest mitbekommen habe. Ich habe mich damit auch schon mal ein bisschen mehr beschäftigt mit der ganzen Nummer, weil eben diese gesamten Titel von den alten Toho-Filmen, die sind so ultra bescheuert. So, gibt es nicht irgendwo auch einen Titel, der einfach heißt Godzilla gegen Mechagodzilla und da taucht aber einfach Mechagodzilla überhaupt nicht auf? Sondern Kong oder sowas? Es ist ganz, ganz wirr auf jeden Fall. Deswegen ist es auch so schwer, alle Filme da irgendwie zu bekommen, weil die heißen ja einfach nicht mal so, wie sie eigentlich heißen müssten. Aber ja, King of the Monsters ist für mich auch auf Platz 3. Definitiv. With the demons who created them. Okay, wir fangen mit Platz 3 an. Das ist ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe. Dankeschön, das ist eigentlich der Ursprung des Clickbaits. Vielen Dank, Banane. Genau. Einfach so einen Film rausgebracht, keine Ahnung. Das sind gerade so aktuell. Godzilla gegen T-Rex, einfach irgendwie so ein Film genannt. Und dann ist das irgendwie ein Film über Pinguine oder sowas. Das ist Clickbait. Und der mich letztendlich extrem enttäuscht hat. Godzilla King of the Monster von Michael Dougherty. Und ich muss sagen, ich liebe Michael Dougherty. Er hat mir einen meiner Lieblingskultfilme aller Zeiten beschert. Trick or Treat. Ich gucke ihn jedes Halloween. Falls ihr meinen Halloween-Empfehlungsvideo gesehen habt, habe ich schon davon gesprochen, dass Michael Dougherty verdammt gut mit Farben ist. Der kann auch sehr gute, schöne Bilder einfangen. Und das macht er auch im Film. Das macht er auch in Godzilla King of the Monsters. Der Film ist rein optisch gesehen eine Wucht. Aber das war's. Und mir reicht's nicht mehr, wenn ein Film heutzutage halt schön aussieht. Weil inzwischen sieht einfach fast jeder Film irgendwie schön aus. Ich meine, Jurassic World Dominion sieht auch schön aus. Bei den meisten Shots. Das reicht mir aber eben einfach nicht mehr. Und es reicht mir leider auch nicht, wenn dann Leute sagen, naja, Godzilla hat ja noch nie eine krasse Story gehabt. Das war ja immer nur Monstergekloppe. Das ist Bullshit. Der allererste Godzilla hatte eine richtig krasse Story gehabt. Mit einer Botschaft. Das ist der Ursprung von Godzilla. Eine Geschichte mit einzubauen. Ebenfalls eine menschliche Handlung ist im Ursprung von Godzilla mit verankert. Das ist der allererste Film. Trick or Treat gelungen. Das ist ihm auch in seinem zweiten Feiertags-Horrorfilm gelungen, und zwar in Krampus, den ich auch sehr unterschätzt finde. Also als angekündigt wurde, dass er einen Big-Budget-Godzilla-Film machen würde, war ich einer derjenigen, die gesagt haben, wow, kommt Weihnachten etwas früher, und ich habe die Bilder gesehen im Trailer. Unfassbar. Und diesmal sollte es so viele bekannte Monster geben, die man aus den klassischen Filmen kennt. Mothra, Rodan, King Ghidorah und Godzilla natürlich, die alle in so einem Clash zu sehen. Wieso also hat mich der Film so enttäuscht? Ja, ich möchte erst über das sprechen, was mir gefallen hat.
Erneut, die Bilder, wenn es um die Monster geht, fantastisch. Man könnte so häufig Pause drücken und hätte ein perfektes Poster. Ob ist für mich aber halt dieses, es wird sehr schnell langweilig, wenn einfach alles nur noch geil aussieht. Das ist wirklich, das hat mal der liebe Wolf Speer gesagt bei Kino Plus zu Avatar 2 war es, glaube ich, gewesen. Der Film sieht unfassbar geil aus, aber sobald halt jeder Shot so übertrieben krass aussieht und solange jeder Shot, jede Szene etwas Neues, Besonderes ist, dann verlieren die Szenen an dieser Besonderheit. Und deswegen bin ich ja dabei, immer wieder zu sagen, dass Godzilla 2014 für mich so gut funktioniert, weil eben so wenig Godzilla mit dabei ist. Weil dafür, sobald Godzilla kommt, hast du eben diesen Wow-Effekt. Der geht eben dadurch nicht verloren, dass du halt permanent irgendwie Godzilla siehst. Und hier in dem Film hast du ja wirklich Schlag auf Schlag nur. Ich glaube, in den ersten 5 Minuten ist Mothra dann auf einmal da. Dann kommt Cut Rodan, Cut Godzilla, Cut Ghidorah. Es geht ja nur Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und dadurch verliert der Film relativ früh bei mir an diesem Wow-Effekt. So dieses Ganze, wo ihr alle geschrieben habt, jetzt kommt Rodan, die geile Szene, wo der aus dem Vulkan ausbricht. Da war ich schon längst wieder so, ja, haben wir vorhin auch schon mal ähnlich gesehen. Vom Bombast her ist das jetzt nichts Neues, was der Film aufbringt. Wenn das die einzige Szene in dem gesamten Film gewesen wäre, die so pompös aufgebaut gewesen wäre, da hätte ich auch gesagt, geil. Aber der Film ist halt einfach zu sehr auf diesem Bombast drauf. Und jetzt könnt ihr anfangen, ganz kurz mir Hasskommentare in den Chat reinzuschreiben, während ich mein Handy kurz aufladen muss. Ob es Godzilla ist und das Blau, das ihn umgibt, oder Mothra, Rodan, wenn er aus dem Vulkan rauskommt, oder natürlich auch King Ghidorah, die sehen echt super aus. Und ihr kennt mich ja, ich bin kein gigantischer Fan von CGI zwingend, aber wenn man es richtig umsetzt... Ja, ich hätte auch lieber einen echten dreiköpfigen Drachen gehabt, der größer ist als Hochhäuser. Das wäre schon geiler gewesen, auf jeden Fall. Jeder hat eine andere Meinung, na klar, vollkommen klar. Aber ich kann jetzt halt hier nur von meiner Meinung sprechen. Wenn ich andauernd sagen würde, alle Filme sind gleich gut, alle haben den gleichen Wert innerlich, dann wäre es ja auch langweilig, oder nicht? So, wenn jetzt jemand sagt, ey, Jurassic World Dominion finde ich geil, dann sage ich halt nur, das ist schön, ich halt einfach nicht. Und dann sind es 2 Meinungen und gut ist auch. Nur bei dem Film hat mich halt sehr gewundert, dass der halt wirklich von den meisten so übertrieben hochgelobt wird. Ich habe da sogar mal eine Abstimmung auf YouTube gemacht. Der Film war, glaube ich, weit vor den anderen gewesen. Und ich verstehe es halt einfach nur nicht. Und naja, das ist halt so mein Problem irgendwie damit. Ich verstehe nicht, warum die Leute diesen Film so übertrieben abfeiern. Da hast du recht, aber manchmal, manche sind Monster-Eintritte sind zu gut für mich. Und das habe ich nicht verstanden. Ja, hier, Snap. Ich nenne dich einfach mal Snap. Das stimmt total. Das finde ich am Monsterverse auch eine sehr, sehr coole Sache. Die Filme fühlen sich wirklich ineinander passend an, finde ich. Bei Marvel hast du ja inzwischen ein paar Filme, wo du dir denkst, okay, die passen jetzt vom Ton her eigentlich gar nicht ins MCU rein. Ich finde auch zum Beispiel, dass die Jurassic World Filme, die passen vom Ton her nicht wirklich in Jurassic Park rein. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Owen in Jurassic Park dabei gewesen wäre. Das würde irgendwie nicht passen. Im Monsterverse, aber da passt irgendwie alles schön miteinander zusammen. Das stimmt. Es sind aber auch erst 4 Filme bis jetzt, ne? Jetzt kommt der 5. Dann bin ich schon Fan. Und diese Filme, die müssen gutes CGI haben, denn das kannst du nicht mit einem Kostüm hinkriegen. Das würde einfach nicht gut aussehen. Doch was sie mit diesen Monstern angestellt haben, wie die aussehen, unfassbar. Und die Action ist besser als im ersten Godzilla-Film. Gerade der finale Kampf zwischen King Ghidorah und Godzilla ist cool. Es ist auch cool, dass Godzilla nach wie vor dieser große Equalizer ist. Er ist diese eine seltsame Naturkraft, die dafür einsteht, Gleichgewicht in der Welt zu erstellen. Das finde ich irgendwie einen extrem interessanten Ansatz. King Ghidorah ist ein außerirdisches Wesen. Das heißt, dieses Wesen muss besiegt werden. Er könnte die Balance des Monster-Ökosystems komplett vernichten. Und ja, da geht es doch aber auch darum, dass Ghidorah halt auch ein Alpha ist, ne? Ghidorah ist ein Riesen-Alpha und Godzilla eben auch. Und deswegen clashen die dann auch so gegeneinander. Das habe ich auch verstanden, das ist auch alles cool. Liebe diesen Film,
auch dass er am ehesten zur Vorlage Toho ähnelt, was ich sehr mag. Ich finde, das ist immer kein Argument, dass irgendwas der Vorlage ähnelt. So, ich muss ja nicht die Vorlage kennen, um den Film zu mögen. Das ist wie dieser Klischeesatz, ja, im Comic war es ja auch so. Das ist wunderschön, dass es im Comic genauso war. Aber das ist, letztens hat mir jemand in den Chat unten reingeschrieben, in die Kommentare auf YouTube, King of the Monsters ist ja eigentlich ein ganz guter Film, weil der Regisseur wollte ja auch, dass der Film so ist, wie er ist. Und ich finde, das ist auch so eine ganz komische Begründung dafür, den Film gut zu finden, weil der Regisseur wollte das ja so. Und ich denke mir halt, na gut, Colin Trevorrow wollte auch, dass Heuschrecken in Jurassic World Dominion sind. Da müssten wir jetzt ja eigentlich auch sagen, der Film ist eigentlich gut, weil der Regisseur wollte das ja genau so machen. Keine Ahnung, ich sehe einfach in diesem gesamten Monsterverse an sich so viel Potenzial an Geschichten, die erzählt werden können. Und die werden nicht erzählt, weil das Monsterverse wird darauf reduziert, dass man eben nur sagt, Monster A, Monster B und das war's. Und ich finde es halt schade, dass man da nicht mehr draus macht. Und auch immer wieder, wenn Leute dann sagen, ja, ich will aber keine blöde Menschengeschichte sehen. Aber bei Minus One ist es komischerweise eine geile Geschichte gewesen. Bei Minus One finden es alle geil. Und wie gesagt, der allererste Godzilla, der allererste Godzilla-Film, hat eine menschliche Geschichte dabei gehabt. Das ist der Ursprung davon. Deswegen liegt es an Godzilla, ihn fertig zu machen. Und darauf habe ich mich natürlich gefreut. Das heißt, alles, was die Monster angeht, wurde ganz gut umgesetzt. Trotzdem fand ich den Film leider extrem langweilig, denn erneut wurde der klassische Fehler begangen. Wir haben uns nicht auf die Monster konzentriert, wir haben uns auf die Menschen konzentriert. Und wir hatten eigentlich einen ganz guten Cast. Millie Bobby Brown, Vera... Ich hasse Millie Bobby Brown. Tut mir echt leid, soll man eigentlich nicht sagen. Aber es gibt so 2, 3 Schauspieler, die kann ich echt nicht sehen. Was schade ist, weil ich Stranger Things total gern mag. Farmiga, Kyle Chandler und Tywin Lannister persönlich aus Game of Thrones. Das heißt, wir haben einen guten Cast und man hat wirklich nichts, aber auch gar nichts aus diesen Figuren gemacht. Millie Bobby Brown kreischt den ganzen Film, das ist so ihre Aufgabe. Ihre Mutter ist böse und sie ist so over-the-top-Comic-böse, dass ich lachen musste. Naja, das finde ich jetzt aber nicht. Ist ihre Mutter nicht eigentlich so ein bisschen zwiegespalten? Na, nicht zwiegespalten, aber die ist jetzt ja nicht so pur böse. Die ist ja schon immer sehr... Ich finde, die hat schon so eine Art Thanos-Böshaft in sich. Die ist ja wirklich davon überzeugt, dass sie das Richtige macht. Und deswegen auch dann manchmal so voll verzweifelt, dass ihre Tochter das irgendwie nicht einsehen will. Das finde ich jetzt nicht schlimm. So richtig böse wäre sie, wenn sie einfach wissen würde, dass sie böse ist. Und deswegen ist sie auch böse, weil böse sein jetzt einfach cool ist. Das ist sie ja nicht, finde ich. Es gibt eine Szene, wo sie ihren bösen Plan enthüllt und sie hat schon mal sicherheitshalber eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wo sie uns Schritt A, B und C erklärt. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist lächerlich. Auch diese Ökoterroristen, die da jetzt eingeführt worden sind, die einfach nur Chaos stiften wollen. Richtig, Ökoterroristen machen ja kein Chaos. Das ist ein bisschen schlecht gealtert, die Aussage, finde ich. Fand ich verdammt lahm. Die Aufgabe all dieser Figuren war es eigentlich nur, Expositionsdialog rauszukotzen, was echt, echt schade ist. Und versteht mich nicht falsch, ich erwarte jetzt keine krassen Charakterentwicklungen, erwarte ich wirklich nicht. Nicht in so einem Genrefilm, nicht in einem derartigen Franchise, weil es ist trotzdem ein sehr cooles, trashiges Franchise. Aber man kann das auch ein bisschen charismatischer umsetzen. Mit ja, genau, danke. Ja, ey, richtig, das finde ich halt auch. Performances und mit auch sehr simplen Charakterstrukturen. Wir hatten hier irgendwie nichts. Er hat sich irgendwie zu ernst genommen, der Film, an bestimmten Stellen, auch an den absolut falschen Stellen. Ey, sorry, wenn Ken Watanabe Godzilla da dieses nukleare Zäpfchen gibt. Ich musste lachen. War ich der Einzige? Ich weiß, es war kein Zäpfchen, aber es sah aus wie eins. Ich musste. Nee, ich fand's eher schlimm, dass man, naja, halt, ja, red weiter. Extrem lachen. Aber abgesehen davon, dass er Godzilla fast liebt, das kam auch so aus dem Nichts. Ich meine, er hat ihn respektiert. Das ist eine Faszination von Godzilla. Und das finde ich auch begründet, dass du von Godzilla fasziniert bist. Also wenn so ein Vieh vor dir auftaucht und du bist nicht fasziniert von dem Tier. Ich finde das schon nachvollziehbar. Doch, doch, doch. Ja. Und Ken Kabanabe? Oder so, der ist ja auch an Serizawa angelehnt, ne? Und das hat halt dann schon, deswegen ist der auch so auf Godzilla fixiert. Das sollte auch, glaube ich, so ein Augenzwinkern an die Fans sein. Das fand ich jetzt echt nicht schlimm.
Ja, genau, Baran schreibt es hier sogar, ich bin von Godzilla fasziniert. Das finde ich jetzt nicht schlimm, dass der so fasziniert ist von dem Vieh. Da finde ich seltsamer, dass andere in dem Film einfach das so hinnehmen und sagen, wow, Godzilla, komm, gehen wir was essen. So, da finde ich das wesentlich realistischer. Im ersten Teil. Ja, leider hat der Film nicht mehr zu bieten als ein paar schöne Aufnahmen. Und ich muss auch sagen, gerade wenn die Action losgeht unter den Monstern, wird jedes Mal weggeschnitten. Ken Jedes Watanabe, Mal, wenn es danke, richtig interessant wird, wenn die Action fantastisch sein kann, wenn es auch geile Ideen gibt, wo sie kämpfen, in was für einem Setting sie sich kloppen, könnte es richtig cool sein. Und man schneidet weg und zeigt uns die Menschen, die uns wirklich nicht jucken. Das heißt, für mich war King of the Monsters doch eine gigantische Enttäuschung. War für mich einer der schwächsten Filme des Jahres, als er rauskam. War das letztes Jahr? War das letztes Jahr? Für mich leider eine fette Enttäuschung und mit Abstand der schlechteste Monsterverse-Film. Da gehe ich nicht ganz mit. Trotz allem ist er bei mir auf Platz 3. Findet ihr nicht auch, also erstmal erste Frage an den Chat. Seid ihr sehr affin für geile Bilder in Filmen? Sind geile Bilder in Filmen schon dafür verantwortlich, dass ihr sagen würdet, das ist ein geiler Film? Würde mich mal sehr interessieren, weil das auch bei Jurassic World Dominion voll oft ein Argument dafür ist. Warum Leute den Film so geil finden, weil der gut aussieht und weil da viele Dinos drin sind. Das scheint ja vielen schon irgendwie zu reichen. Zum Teil ja, okay. Ich finde, dass Godzilla King of the Monsters, der ist, vor allem ist der auch sehr levelstrukturiert, so videospielmäßig. Weil du hast ja wirklich Plot 1, Mothra, dann Plot 2, Godzilla und Ghidorah im Eis, Cut Plot 3, Rodan, Cut Plot 4, nochmal irgendwas mit Mothra, die jetzt im Wasserfall rumhängt. Das sind wie so abgehackte Häppchen. Es fühlt sich nicht so flüssig an. Und ich glaube, das hier ist wieder ein Beispiel dafür, dass man einfach zu viele Kaijus da reingeklatscht hat. Und sorry, aber der Typ hat immer unnötige Kritik. Nein, das stimmt nicht. Das haben wir eben gerade gehabt, das Thema. Das ist ja nur eine Meinung. Deswegen auch eben gerade meine Frage. Wenn es eben heißt, okay, seid ihr sehr affin für geile Bilder im Kino. Es gibt Menschen, die spielen Videospiele, weil die Grafik geil ist. Punkt, das war's. Wo ich halt sag, ich zock halt lieber ein Spiel, das dann nicht ganz so geil aussieht, aber das einfach eine gute Story hat und ja, gut funktioniert, wo das Gameplay auch geil ist. Oder ich sag zum Beispiel auch, ich hab lieber, gucke ich mir Videos an, die in 1080p laufen, aber mit 60 FPS. Also schön flüssig. Andere sagen, nö, nö, ich baller die lieber hoch auf 4K. Dafür haben die aber halt nur 2 FPS oder sowas. Das sind dann eben die Meinungen, die auseinandergehen. Bilder sind immer wichtig. Auch ein Beispiel an YouTube-Umfragen. Das sind offizielle Statistiken von YouTube. Zuschauer legen mehr Wert auf den Ton als aufs Bild. Das heißt, es ist Leuten wichtiger, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine alte Klapp-Handy-Vodafone-Kamera hätte, als Beispiel Motorola, aber ein geiles Mikrofon wäre das den Leuten lieber, als wenn ich hier eine 8K-Kamera hätte und einfach einen beschissenen Ton. Bilder sind mir sehr wichtig. Ja, okay, gut, ja, okay. Das erklärt es dann wahrscheinlich aber auch so ein bisschen. Weil mich faszinieren so Bilder nicht mehr. Also ich raff schon, dass die auch schön sind. Das sage ich auch immer wieder. Gerade im ersten Godzilla-Film, wo dann da diese die Leute dann da runterspringen mit den Fackeln in der Hand, und dann siehst du dann die ganze Stadt. Das sieht schon ganz cool aus. Aber das mehr auch nicht. Das heißt, ich akzeptiere, dass eine Szene geil aussieht, hat bei mir aber null Effekt darauf, der Film am Ende gut ist oder nicht. Die größten Scheißfilme, ey, After Earth mit Will Smith, hat richtig schöne Szenen zum Teil. Trotzdem ist der Film nicht gut. Die Mischung macht's, ja? Ey, finde ich halt bei mir auch nicht. Bei mir, dann mach lieber einen geilen Film draus und spar dir halt diese krassen Szenen. Als Beispiel ganz kurz ist One Piece. One Piece ist sowas, die Netflix-Serie, die zum Teil echt nicht gut aussieht. Gerade was das CGI angeht, in sehr, sehr vielen Szenen. Dafür ist die Story aber funktionabel, also die funktioniert. Funktionabel ist kein Wort. Die funktioniert.
Wirkt auch kritisch. Was? Nee, das ist ja auch eine Kritik. Die wirkt meistens kritisch, die Kritik. Dann gucken wir weiter, was auf Platz 2 ist. Auf jeden Fall gehe ich hier vollkommen mit King of the Monsters auf Platz 3. Ja, sehe ich auch so. You're lying. Sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Godzilla ist bei mir auf Platz 1. Den Grund habe ich vorhin schon erklärt. Aufgrund dessen, dass Godzilla eben so... Kitschig meinst du, okay, sorry. Aufgrund dessen, dass Godzilla eben so dezent und selten rüberkommt, ist der Moment, in dem Godzilla auftaucht, wesentlich wuchtiger, wesentlich besser einfach. Plus eben noch, dass hier die gesamte Geschichte noch sehr mysteriös aufgebaut ist. Was ist Godzilla wirklich? Du weißt ja hier noch gar nichts. Das heißt, für mich passen hier die menschlichen Figuren relativ gut, zumindest hier als noch wie heißt er? Walter White? Ihr wisst, wen ich meine, hier den Schauspieler auf jeden Fall. Als er noch mit dabei gewesen ist, Aaron Taylor Johnson, aber auf jeden Fall für mich Platz 1. Ich mag diese dezenten Ansätze von irgendwas. Ich finde das immer geiler. Because what's really happening is that you're hiding something out there. I'm right, aren't I? Das bringt mich zu Platz 2. Es ist Godzilla von Gareth Edwards. Und als dieser Film angekündigt wurde, war ich heiß, weil der letzte Godzilla, den wir hatten davor, war von 1998 von Roland Emmerich und hat viele Fans aufgeregt. Wir hatten so eine seltsame Echse, die null nach Godzilla aussah. Es war einfach ein gigantischer Lurch, der rumläuft. Aber nur mal ganz kurz zu dem Punkt, dass ich sehr viel Scheißdreck gucke. Ich mag auch den Roland Emmerich-Film. Ich finde den ganz gut. Hallo, ich verfolge schon länger deine YouTube-Videos und wollte jetzt auch mal in deinem Stream dabei sein. Ich liebe Godzilla und bin mit den ganzen Filmen groß geworden. Krass, okay. Dann erstmal vielen, vielen Dank. Freut mich, dass dir die Videos gefallen. Und dann bist du ja auf jeden Fall extrem tief im Thema drin. Das ist immer schön. Warte, was Godzilla angeht. Godzilla ist einfach auch ein Riesenteil der Filmgeschichte. Das ist schon so. Die Story koppelt an den Anime an. Ja, es ist aber halt selbe Aussage wie es ist im Comic genauso. Let him cook, genau. Servus alle zusammen, Servus auch an dich zurück. Nein, er hat es gerade noch, da kommen wir gleich dazu auf seinen Platz 1. Da kommen wir gleich. Spart euch eure Wut bitte. Es wird hier keine Wut geäußert, sonst seid ihr nämlich alle Kongs. Ist hart, ich weiß, Entschuldigung. Könnt jetzt auch gerne den Channel hier reporten, wenn ihr wollt. Tobi hat uns alle Kongs genannt. Aber es ist, wie es ist. X-Manu Snacks, vielen, vielen Dank für dein Abonnement auf Stufe 1. Tausend Dank dafür. Also, wir hören erstmal jetzt rein, was denn die Kritik ist zu Godzilla auf Platz 2. Und dann bin ich mal sehr gespannt, warum Kong auf Platz 1 ist. Und wehe es einfach nur, weil es halt ein Affe ist und ich mag Affen. Dann war diese gesamte Ranking-Sache jetzt hier für den Arsch gewesen. Läuft und, keine Ahnung, Fische isst? Ja, Matthew Broderick, was hat er nochmal gegessen? That's a lot of Aber auch da fehlt wieder ein bisschen Hintergrundinformation. Warum er Fische isst, mag hier blöd umgesetzt worden sein, aber der Grund dafür ist ja eben auch, dass im Original Godzilla von 54 erzählt wird, dass Godzilla erst dann auftaucht, wenn die Meere leer gefischt sind oder es eben kein Fressen mehr gibt, also kein Fisch mehr im Wasser ist. Dann taucht Godzilla erst auf. Dann müssen sie irgendwie eine Frau, wahrscheinlich sogar eine Jungfrau war es gewesen, ne? Natürlich, opfern und dann geht Godzilla wieder zurück. Das war diese Legende im allerersten Film. Und darauf baut der halt jetzt so ein bisschen auf. Die machen es halt hier ein bisschen blöder, aber... Fisch. Genau das. Ich gebe es aber ganz ehrlich zu, irgendwie ist das ein Guilty Pleasure für mich. Ich weiß noch, dass ich damals 98 im Kino war und den auch irgendwie mochte für das, was es halt Independence Day mit einer gigantischen Echse hat. Aber ja, es ist immer so, Independence Day trifft auf Jurassic Park. Deswegen mag ich den Film auch. Als Godzilla-Film, komm, schmeißen weg. Aber so Independence Day trifft auf Jurassic Park und noch ein Hauch von Godzilla. So wie so ein Kochtopf. Da ist eine Riesensuppe an Independence Day gemischt mit Jurassic Park. Und dann ist aus Versehen noch so, weil du mit dem Ellenbogen dagegen gekommen bist, noch so eine Prise Godzilla mit reingerauscht. Das ist halt der Film und ich finde das cool.
wirklich nichts mit dem Godzilla zu tun, den wir kennen und lieben. Da wurde auch irgendwie im zweiten Akt Jurassic Park billig kopiert mit diesen Godzilla-Kreaturen, die sehr an die Velociraptoren erinnert haben. Nichtsdestotrotz, das war so der einzige Godzilla-Film, den ich je auf einer großen Leinwand gesehen habe. Und als dann bekannt wurde, nein, wir bringen den Oldschool-Godzilla zurück, dachte ich mir, danke, danke. Ich meine, die Japaner haben sich schon über den 1998 Godzilla lustig gemacht und den originalen Godzilla ihn töten lassen. Das ist sehr lustig. Es war so ein Seitenhieb wie Deadpool und Green Lantern. Doch jetzt stimmt. Eine gigantische Hollywood-Produktion mit Godzilla. Und wie war der Film? Ich fand ihn echt ganz gut, wirklich. Also Gareth Edwards, der ja auch später Rogue One gemacht hat, hat einfach ein Gefühl für Größe. Godzilla, das hat auch nie... Das habe ich auch gesagt, in meinem, als wir den zusammen im Stream geguckt haben, dass hier die Größe noch so eine Rolle gespielt hat. Da ist die Kamera immer von unten an Godzilla rangekommen. Ich glaube, nur ein, zwei Mal irgendwie von der Seite, ansonsten immer von unten. King of the Monsters hat da nicht mehr so wirklich Wert drauf gelegt. Da war die Kamera immer irgendwo und die Tiere waren halt dann da, aber das war hier noch richtig pompös alles. Gigantischer aus. Diese Aufnahme. Guckst dir doch einfach mal an. Ihr wisst genau, welche Szene ich meine. Wenn man hochzoomt an seinem Bein oder wenn man sieht, wie Soldaten aus einem Flugzeug springen, man einfach seine Silhouette sieht. Ich finde es auch cool, dass man ihn nicht so häufig sieht, aber jedes Mal, wenn man ihn sieht, ist es unfassbar. Wirklich. Deswegen, der Yves spricht mir gerade aus dem Herz, ey. Das ist, ich würde mit dir in Urlaub fahren. Das ist ja echt geil. Was Godzilla King of the Monsters angeht, sehe ich genauso. Und auch was den Godzilla angeht, sehe ich es fast genauso wie Yves. Nur Platz 2 ist halt ein bisschen räudig. Ich bin ein bisschen schizophren, wenn es um diesen Film geht. Ich sage ein paar widersprüchliche Sachen, aber ich bin der Meinung, das ist auch angebracht. Was ich an dem Film liebe, ist auch so ein bisschen das, was mich an dem Film stört. Es gibt sehr wenig Godzilla in diesem Godzilla-Film. Nein, also ja. Aber ich finde trotz allem, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt den Film hassen, wie ihr wollt. Ich finde, dass Godzilla immer präsent ist. Der hat immer eine Art von Präsenz, auch wenn er gerade nicht gezeigt wird. Und das macht der Film einfach genial. Vergesse bitte nicht, dass er Kong-Fan ist. Viel Spaß mit ihm im Urlaub. Ja, aber dann, der wird da umgepolt. Das kriege ich schon hin. Wir gehen einfach in so ein riesen Terrarium. Wie heißen die Dinger? Da gibt es so ganze Bereiche, wo es einfach nur Echsen gibt in allen möglichen verschiedenen Varianten. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf der einen Seite ist es cool, weil es stilistisch echt cool ist, weil jedes Mal, wenn er zu sehen ist, ist es eine Wucht. Es kommt aus dem Nichts und es klatscht einen wirklich um, dieses Viech zu sehen. Und ich glaube, wenn man ihn zu häufig gezeigt hätte, würde er... Gibt es irgendwo so eine Figur, wo Godzilla so auf Kong drauftritt? Gibt es sowas? Jetzt nicht im übertrieben teuren Maße, aber sowas als Funko Pop? Weiß das jemand? Gibt es den Funko Pop, wo Godzilla gerade Kong besiegt? Das schenke ich dem Yves dann. Sehr schnell seinen Charme. Schon gemein, gell? Aber er weiß ja, wie es gemeint ist. Arm verlieren. Das wäre nicht mehr das gleiche Gefühl, weil jedes Mal, wenn man ihn sagt, wow, guck dir dieses Viech an. Aber wenn man das nun mal hat, braucht man eine coole Charakterstory. Und ich finde, das hatten sie im ersten Akt mit Bryan Cranstons Charakter. Die erste Szene, wo er seine Frau zurücklassen muss. Das kann man gerade einfach so durchlaufen lassen eigentlich. Er sagt genau dasselbe wie ich vorhin. Wie gesagt, das ist es halt. Bryan Cranston war der Name, genau. Hat die geile Story eben noch mitgehabt mit seiner Frau. Dann sind sie irgendwie auf den Holzklotz Quicksilver umgestiegen. Aaron Taylor Johnson, der hat halt irgendwie gar kein Charisma in allem, was er macht. Aber ja, sehe ich halt ganz genauso wie Yves. Und sie im Grunde genommen vor seinen Augen stirbt. Das trifft einen und Bryan Cranston legt eine mega Performance hin. Der Film wurde auch mit ihm vermarktet als Hauptfigur. Aber wisst ihr was, am Ende des ersten Aktes ist er tot. Tot! Wir haben Quicksilver aus Avengers Age of Ultron. Und der ist zusammen mit Wanda Maximoff aus Avengers Age of Ultron. Das heißt, ich weiß, im Comic hatten die beiden Geschwister so eine Affäre, aber... Was hatten die im Comic? Quicksilver aus Avengers Age of Ultron. Und der ist zusammen mit Wanda Maximoff aus Avengers Age of Ultron. Das heißt... Ich weiß, im Comic hatten die beiden Geschwister so eine Affäre, aber... Hatten die wirklich? Was zum Teufel? Okay, ah gut, da... Ey, warum nicht?
Ich meine, wir bekommen jetzt ja erstmal noch zwei Avengers-Filme, ne? Und danach kommt dann groß Avengers-Inzucht. Wird alles aufgebaut schon. Das stimmt halt. Wie krass. Okay, warum nicht, ey? Dann bleibt's in der Familie. Es ist einfach komisch, sie so kurz hintereinander erst als Liebespaar und dann als Geschwisterpaar zu sehen. Das ist wirklich verdammt komisch. Ich muss da an die Lannisters denken. Nichtsdestotrotz, Aaron Taylor-Johnson ist ganz gut als Soldat, aber er ist nicht wirklich interessant. Ich meine, sein Ziel ist es, zu überleben und seine Familie zu finden und gleichzeitig auch das Militär zu unterstützen. Das ist es. Ich fand, Bryan Cranstons Charakter war wesentlich interessanter, denn er hat an eine Verschwörung geglaubt. Er hat daran geglaubt, dass man bereits weiß, dass diese Monster da draußen sind und dass man das vor den Menschen verheimlichen möchte. Das stimmt, das war auch noch so ein bisschen dieses Mysterium-Ding da halt, ne? Ich fand das cool. Und diesen Charakter und so schnell zu nehmen, fand ich dann schade. Und der Film hat das gleiche Problem wie King of the Monsters. Jedes Mal, wenn so ein Fight losgeht, du siehst Godzilla und du siehst so einen komischen Käfer. Und kurz bevor sie aufeinander losgehen, schneiden wir weg und sehen einen Nachrichtenbericht. Oh mein Gott, was war das für ein interessanter Kampf? Es war halt schon eine komische Entscheidung, das genau so zu machen. Und ich weiß auch nicht, wer sich damals gedacht hat, das ist eine geniale Entscheidung, das machen wir genau so. Aber irgendwie kann ich darüber lachen inzwischen. Ich weiß, dass es viele einfach aufregt, aber ich finde das echt lustig. So, die bereiten einfach den gesamten Film so darauf vor, dass das alles jetzt passiert. Und dann passiert es einfach, dann einfach so ein Cut. Es ist wie wenn ich sagen würde, ey, übrigens, ich habe ein ganz großes Announcement für euch. Das betrifft jetzt hier jeden in der Community, ihr bekommt alle einen richtig krassen Preis geschenkt, dann macht ihr den Stream aus. Das wäre genau dasselbe. Ich finde das so witzig. Das ist so ein richtiger Mittelfinger an die Zuschauer. Habt ihr den gesehen? Nee, habt ihr nicht. Geil war's. Aber meine Fresse, habt ihr da was verpasst? Ich so, kommt schon. Das ist schon fast, als wenn ihr uns trollt. Alles in allem fand ich den Film trotzdem echt wirksam. Also Godzilla, jede Szene, in der er zu sehen war, war stark. Die Performances waren alle stark. Bryan Cranston war super. Aber das Potenzial wurde meiner Meinung nach nicht wirklich genutzt. Deswegen leider nur zweiter Platz. Okay, ziehen wir es jetzt durch. Platz 1, Kong Skull Island. Lass mich raten, weil berühmte Schauspieler mit dabei sind und ein großer Affe. You are going to tell me everything I don't know, or I'm going to blow your head off. Monsters exist. Wir kommen zu Platz 1 und das ist Kong Skull Island. Übrigens bei mir auf dem letzten Platz. Ich finde den Film echt kacke. Skull Island auf dem letzten Platz, auf dem vorletzten Platz King of the Monsters, auf Platz 2 Godzilla vs. Kong und auf Platz 1 Godzilla 2014, so ist es zumindest bei mir. Und Jordan Vaught Roberts. Und ich muss sagen, als ich den Trailer zu diesem Film gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich glaube, das ist genau die Richtung, in die sich dieses Franchise bewegen sollte. Warum? Nein. Es ist ein dummer Film. Es ist wirklich ein dummer Film. Und ja, das möchte ich auch noch ganz klarstellen. Ich weiß, das Format heißt von Müll bis Meisterwerk. Ich würde keinen dieser Filme als Meisterwerk bezeichnen. Doch Kong Skull Island weiß ganz genau, was der Film sein will. Nein, das ist so eine Sache, die zählt doch nicht. Du kannst doch nicht einfach immer sagen, naja, der Film weiß, was er sein soll oder sein will und deswegen ist er automatisch was Besseres als die anderen Filme. Das ist ja dann, ey, keine Ahnung, ich kann doch auch den größten Scheißfilm einfach drehen und dann sagen, naja, aber ich wusste ja, dass der Film scheiße wird und dann alle so, der Herr Oscar-Regisseur, verstehe, ist ja Quatsch. Mann. Klassiker Genrefilm. Erstens, ich liebe den Look dieses Films. Die Kamera finde ich auch schon kacke. Das ist wieder so Marvel-Kram. Arbeit und die Art und Weise, wie das CGI mit eingebunden wird in richtige Sets, finde ich genial. Also der Film sieht aus wie ein Mix aus einem Musikvideo und so einem Vietnam-Exploitation-Film. Und ich finde, ja, der Shot am Anfang mit Kong, der ist auch schon ganz geil. Aber gerade mal zu dem Thema, der Film sieht aus wie ein Musikvideo. Die ganzen Michael Bay-Filme sehen auch aus wie Musikvideos. Und das wird normalerweise immer kritisiert. Nicht, dass ich jetzt hier Michael Bay verteidigen will oder so, aber ich finde, das ist dann so unkonsequent kritisiert irgendwie. Wie gesagt, wir gehen hier einfach nur gegen andere Meinungen, ne? Jetzt nicht irgendwie aufregen, gerade auf YouTube. Da ist der zweite Reaction-Kanal. Da tauchen manchmal so ein paar Pflaumen auf, die das wirklich überhaupt nicht ertragen können, wenn man anderen Leuten widerspricht oder einfach mal eine Kritik aus,
ausspricht, dann bekommen die innerlich Herpes an bestimmten Stellen. Genau diesen Stil haben sie so gut eingefangen. Und der Cast war auch noch nie besser. Check, der Cast. Ich meine, die haben hier richtige Größen. Und wisst ihr, was mir ist auch aufgefallen? Man gibt Leuten, die diesen Genrefilm mitspielen, häufig viel Hate und sagt, ja, man braucht ja nicht viel, um solche Figuren zum Leben zu erwecken. Und wisst ihr was? Das stimmt nicht. Man braucht ein gewisses Charisma und man braucht auch eine gewisse Selbstironie, um solche Figuren gut rüberzubringen. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Brie Larson ist richtig gut in Kong Skull Island. Sie ist super charismatisch und sie spielt diese Rolle. Das stimmt aber wirklich. Nach Kong Skull Island, da mochte ich die halt echt. Und inzwischen weiß man ja, dass die wohl sehr arrogant ist, zumindest die Schauspielerin, nachdem ihr halt gesagt wurde, ey, Captain Marvel war nicht ganz so geil und ey, die Marvels war noch schlechter und dann ist die ja so voll auf die Barrikaden gegangen. Hat die nicht dann sogar Sexismusvorwürfe irgendwie angebracht, dass das der Grund wäre, weil da halt Frauen die Hauptrolle spielen? Hat die nicht irgend so ein Bullshit auch wieder in die Welt rausposaunt? Habe ich mir auch gedacht, genau. Der Film ist nicht einfach nur scheiße, sondern weil du eine Frau bist, ist der Film scheiße. Richtig, genau so sieht's aus. Blöde Kuh. Rolle der Fotografin. Genau richtig, mit den richtigen Nuancen. Sie spielt sie ernst, wenn sie sein muss, sie spielt sie verspielt, wenn sie sein muss und so weiter und so fort. Das ist genau das, wo ich mir dann sage, hey, und das hast du nicht bei Captain Marvel hinbekommen? Weil bei Captain Marvel, ich bin immer noch der Meinung, sie ist die uninteressanteste Figur, aber vielleicht wurde sie einfach zu uninteressant geschrieben, denn... Wurde sie auch, definitiv. Die kann, anscheinend kann sie ja schauspielern. Trotz allem ist die Schauspielerin an sich wohl auch eine sehr anstrengende Persönlichkeit. Brie Larson hat was auf dem Kasten. Und ich finde, wenn es um Genrefilme geht, um reine Genrefilme, Scott Pilgrim und Kong Skull Island, das sind so die Filme, wo sie zeigt, dass sie auch Genrefilme machen kann. Ich meine, ja, ihre Dramen sind sowieso ihre besten schauspielerischen Performances. Aber wenn es um reine Trashfilme geht, kann sie auch das, hat sie in Kong Skull Island bewiesen. Samuel L. Jackson, er ist immer gut. Ich meine, seine Geschichte ist im Grunde genommen die Geschichte der Jagd auf Moby Dick. Denn er macht Kong für alles verantwortlich, für den Tod seiner Männer. Und er ist schwer traumatisiert vom Krieg. Das fand ich sehr gut umgesetzt. Zwar man ja, Sam Jackson ist auch immer eigentlich dieselbe Rolle, oder? Jetzt nicht ganz so krass wie in The Rock, der wirklich immer nur die eine Rolle ist. Aber Sam Jackson ist jetzt irgendwie auch nicht so der wandelbarste Charakter. Aber man mag ihn eben einfach, wenn er dabei ist. Ich mag den auch, wenn ich einen Film, also wenn er mit dabei ist, habe ich schon immer einen Grund mehr, den Film mir anzuschauen. Und die Schauspieler hier machen eigentlich auch alle ihr Ding relativ gut. Auch Tom Hiddleston macht das geil. Eine ganz andere Interpretation von Kong, denn Kong bleibt auf seiner Insel in diesem Film. Er wird nicht in die Großstadt gebracht. Und er ist der Letzte seiner Art und er ist der Beschützer dieser Insel. Denn auf dieser Insel gibt es gefährliche Kreaturen. Wie sind die? Skincrawler? Ich glaube... Skullcrawler. Ja. Sie ist ein Skincrawler. But I call them Skullcrawlers. Why? Because it sounds neat. Okay. Es ist vielleicht aber auch so, dass ich... Also ich habe so ein Problem mit Kong Skull Island, glaube ich, weil ich... In Film, und da komme ich einfach nicht dran vorbei, stets mit Peter Jacksons King Kong-Vergleich. Und ich komme da nicht drum herum. So, weil bei Peter Jacksons King Kong war für mich einfach fast jedes, also jeder Konflikt oder alles, was da aufgebaut wurde, besser als jetzt hier. Und ich weiß, die Geschichte ist im Grunde auch anders. Aber auch hier haben wir jetzt hier wieder diese Jane und Mr. wie hieß er im Originalfilm? Diese Liebesromanze eben, die dann jetzt hier halt Tom Hiddleston und Brie Larson dann da so rüberbringen sollen. Das war viel besser in Peter Jacksons King Kong. Auch die Monster, wie, was die gemacht haben, wo die herkamen, die waren viel natürlicher in diese Umgebung eingebaut, als jetzt hier in dem Film. Tom Hiddleston wäre ein cooler Nathan Drake. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig, ey. Und da gehe ich auch vielleicht ein bisschen unfair an die ganze Nummer ran, dass man den halt nicht miteinander vergleichen sollte. Godzilla hat diesen Vergleich halt nicht, zumindest in Hollywood. Der hat halt nur den Vergleich zu Roland Emmerichs Godzilla. Aber ich kann diesen Kong nicht mit dem Peter Jackson Kong vergleichen. Und deswegen stinkt der halt bei mir so radikal ab. Und die Action, ich muss sagen, die Monster-Action im Film ist die beste. Wir haben wirklich coole Choreografien, CGI-Choreografien zwischen Kong und diesen Bestien und sie machen... Ja, was willst du denn da machen, CGI-Choreografien? Du kannst doch keine echten Affen jetzt, ja, aber du kannst doch auch keine animatronischen Puppen bauen, die 50 Meter groß sind.
So ein T-Rex zu bauen ist ja schon ein Akt. Die sind ja noch fünfmal größer, diese Kaijus, als so ein T-Rex. Gerade Action-Szenen mit animatronischen Puppen, das würdest du heutzutage, wird das, ne. Das wird nicht so geil aussehen. Haben sie ja schon bei Jurassic Park 3 von 2001 nicht mehr gemacht, ne? Da haben sie ja auch versucht, den Spinosaurus gegen den T-Rex kämpfen zu lassen, mit animatronischen Puppen. Und dann aber auch gemerkt, das klappt nicht. Das ist Quatsch. Hast du schon Chef gesehen? Nee, was ist das? Verdammt Spaß, wenn Kong einfach mal einen Propeller als Waffe benutzt, fantastisch. Es erinnert mich ein bisschen auch an die trashige Version von Jurassic Park. Die haben echt guten Cast und jeder hat so seine Aufgabe in dem Team. Tom Hiddleston ist so unser Actionheld, Samuel L. Jackson ist der Schurke, John Goodman ist sozusagen derjenige, der die ganzen Informationen hat und so weiter und so fort. Und so haben wir ein ganz gutes Tempo, kommen direkt zur Sache. Von der ersten Sekunde eins wissen wir, okay, hier wird es zu Action kommen, hier werden wir viel Spaß haben. John C. Reillys Charakter ist sehr lustig, sehr amüsant und der Film dauert auch nicht zu lange. Er weiß ganz genau, wie lange wir Bock haben, uns das zu geben und wann wir sagen, okay, jetzt wird es langsam Zeit, Feierabend zu machen. Für mich war dieser Film echt eine Überraschung. Ich weiß, ich liebe die originalen King Kong-Filme viel mehr. Sowohl den Schwarz-Weiß-Film als auch das Peter Jackson-Drama, dieses Epos. Denn King Kong. Ja, dann macht Yves das halt aber auch schlauer als ich. Dann kann er davon wohl doch irgendwie ein bisschen mehr Abstand nehmen. Plus, er mag halt aber auch Affen mehr. Also, er ist ja eher schon Team Kong als Team Godzilla. Dann kommt das dann eben so zustande. Ich habe halt wesentlich mehr Bock auf Dinosaurier oder Drachen. Ghidorah ist ein Drache, Godzilla ist ein Dinosaurier. Ey, das ist. Und Kong ist halt ein Affe. So, das ist für mich ganz klar auf jeden Fall dann eher die Godzilla-Filme, die weiter vorne sind. Kong ist für mich auch eine Geschichte, die eigentlich ein Drama ist. Hier ist es nicht der Fall. Hier ist es halt so ein Franchise-Film. Aber für das, was es ist, fand ich es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie Kong und Godzilla aufeinander treffen. Denn Kong ist in diesem Film noch nicht mal ausgewachsen. Das ist doch spannend. Und damit beende ich mein Mini-Ranking der Kong- und Godzilla-Filme des Monsterverses, die wir bisher haben. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie würdet ihr alle drei Filme ranken? Gebt ihr mir recht? Gebt ihr mir Unrecht? Was ist denn das gerade für eine Logik? King Ghidorah ist wahrscheinlich älter als Shimo als Begründung, weil er aus dem All kommt, also muss der Lichtjahre entfernt geboren worden sein. Nein, warum? Wenn Ghidorah der Asteroid der Dinosaurier gekillt hat, muss er auch von weit gekommen sein. Na, ein Asteroid, warum muss der denn von Lichtjahren weit gekommen sein? Meinst du, der holt erst aus? Als Beispiel, was wenn Ghidorah einfach in der Geschichte vom Mond kommt? Da verstehe ich jetzt halt den Sinn dahinter nicht. Warum muss er dann Lichtjahre davon entfernt gewesen sein? Und sogar wenn es so gewesen wäre, kann er doch aber einfach trotzdem auf der Erde eingeschlagen sein. Das verstehe ich nicht so ganz. Einfach Superman. Ja, der kommt von Krypton. Dicker. Ja, Bruder. Halt das relativ, haha. ja, komm, okay. Wir sind, glaube ich, jetzt hiermit aber auch durch. Und ich gehe mit zwei Sachen bei Eve auf jeden Fall mit. Mit Godzilla King of the Monsters, Ranking Platz Nummer 3, sehe ich genauso. Auf dem letzten Platz würde ich allerdings Kong Skull Island verfrachten. Und ich gehe auch mit seiner Kritik und seinen Aussagen großteils mit, die er zu Godzilla 2014 gesagt hat. Da sehe ich das in der Regel eigentlich genauso. Okay. Die Lichtjahre wahrscheinlich als Zeitspanne genommen. Aber das schließt ja trotz allem nicht aus, dass Ghidorah. Also, wenn jetzt wir sagen, Dinosaurier sind auf der Erde gewesen. Und die Kongs. Nee, geht ja auch nicht. Ja, doch, Moment. Die Kongs haben damals einfach noch gar keine Aufgabe gehabt. Da gab es noch keine Menschen, da haben die irgendwas anderes gemacht. Und die Godzillas haben einfach an der Oberfläche die Natur beschützt. Und dann ist auf einmal Ghidorah auf der Erde eingeschlagen, alles ist ausgelöscht worden und dann hat Shimo angefangen, mit Godzilla zusammen gegen Ghidorah zu kämpfen. Muss ja irgendwie so sein, weil wir haben ja erfahren, dass Godzilla schon mal gegen Ghidorah gekämpft hat. Warum würden denn das Lichtjahre dann ausschließen, dieses Szenario? Das habe ich halt eben nicht gerafft. Oder warum muss Ghidorah älter sein, nur weil er Lichtjahre bis zur Erde braucht? So was, wenn
wenn er vor 50.000 Jahren losgeflogen ist auf die Erde. Oder er kommt erst nach 50.000 Jahren an, nachdem er losgeflogen ist. Aber Shimo ist 51.000 Jahre alt, ist ja Shimo trotz allem älter. Oder denke ich da gerade falsch? Nee. Das schließt das halt nicht aus, das meine ich damit. Naja. Wenn Ghidorah aus unserem Sonnensystem kommen würde, wären mehrere Ghidorahs gewesen sein. Und ein Asteroid braucht auch eine gewisse Weile, um riesigen Schaden anzurichten. Ja, aber du weißt ja nicht, wann er losgeflogen ist. Ich meine, es ist ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja wirklich passiert, ne? Geht man halt ganz stark davon aus. Und einfach diesen Asteroid gegen Ghidorah zu ersetzen, mehr musst du ja nicht machen. Dann ist doch scheißegal, wo der herkommt. Es ist ja wirklich passiert. So nach dem Motto, Ghidorah war Lichtjahre unterwegs, dann muss er auch Lichtjahre alt sein. Ja, ist genau so. Das ist, ja, ja. Ja. Na gut. Ist dann wahrscheinlich eher ein Thema fürs nächste Mal, ihr Lieben. Guck gerade mal, ob wir noch irgendwas haben. Aber ich glaube, großteils wären wir jetzt raus. Moment. Eigentlich nochmal den Pandaman. Eigentlich nochmal schon, ja. Allerdings muss ich noch mit dem Hund raus und ich müsste gegen 13.30 Uhr ungefähr weg. Ich habe noch eine Stunde 30 Autofahrt vor mir. Das wird dann sonst alles ein bisschen eng, glaube ich. Das mit dem Pandaman, das wiederholen wir noch, weil der bekommt seine Salbe auch noch ab. Der war ja auch sehr gegen Godzilla Kong, den Trailer. Das müssen wir auch noch alles klären. Hier werden weiterhin Meinungen unterdrückt, die gegen das Monsterverse schießen. Und die halt Team Kong sind, natürlich. Gut. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.